Die Frage ist jetzt, was tun wir damit? Also das ist auf alle Fälle Alp. Das heißt, hier ist wahrscheinlich keiner der Kleriker und deswegen ist Ignadon, deswegen will der, hier der Typ, keine Ahnung wie der hieß, will der nach Ignadon geleitet werden. Gut, wir machen erstmal wieder Mission, irgendwie zumindest. Wir versuchen zumindest. Starke Allianzen, erschreckende Erkenntnis. Ich glaube, das hat sich hier noch nicht geändert. Beseitigen Unholde schaffen wir nicht. Propaganda von Baxter. Dazu müssen wir natürlich nach oben kommen in das Gebiet. So, und warte mal, da ist ein weißer. Achso, das ist mein Wegpunkt. Wegpunkt entfernen. So. Wir wollen da erstmal wieder hin. Und wir haben hier technisch gesehen zwei Punkte. Einmal haben wir Wolf nochmal und Skinny. Wolf hatte uns ja die Aufgabe gegeben, wir sollen Skinny beobachten. Ne? Und mit Skinny so tun, als ob wir Dinge tun mit ihm. Ich darf hier durch. So ein Skinny sitzt hier vorne an seiner Bar. Ne, Skinny, mein Freund. Ich bin dabei. Ich werde für euch arbeiten. Okay, pass auf. Ich kann dir natürlich nicht direkt unser Versteck zeigen oder dich den anderen vorstellen. Wir brauchen erstmal, sagen wir, eine Art Vertrauensbeweis. Was meinst du damit? Ich will, dass du dir die Finger schmutzig machst. Du verstehst schon. Ein Vertrauensbeweis eben. Damit wir wissen, dass du bereit bist, dein Risiko einzugehen. Und natürlich, um deine Fähigkeiten als Dieb zu testen. Kein Problem. Was soll ich stehlen? Ich will, dass du einen Ring klaust. Nur einen Ring? Es ist natürlich nicht irgendein Ring. Es ist ein wertvolles Erbstück eines reichen Händlers, der im oberen Viertel wohnt. Ich bin kein guter Taschendieb. Das ist glücklicherweise auch gar nicht nötig. Aufgrund meiner Arbeit als Koch habe ich freien Zugang ins obere Viertel. Ich muss von dort die Zutaten für meine Küche holen. Ich weiß, dass ein Händler dort einen geheimen Hintereingang in sein Haus hat. Ein Fluchtweg sozusagen. Dieser Weg raus ist deine Eintrittskarte hinein. An der Außenfassade wirst du eine Vorrichtung finden, die dir den Weg öffnet. Der Job ist kinderleicht. Öffne den Geheimgang, schleich dich nachts ins Haus des Händlers und klaue ihm den Siegelring. Alles klar? Dann komm wieder zu mir, wenn du das erledigt hast. Ach, fast hätte ich es vergessen. Die Vorrichtung benötigt einen Schlüssel. Dein Glück, dass ich den Schlüssel des Händlers bereits kopiert habe. Praktisch. Nicht wahr? So, jetzt mache ich mich aber auf. Wir sehen uns, wenn der Job erledigt ist. Okay, muss ich das jetzt melden? Melden? geheimer Zugang, Siegelring, okay. Ich muss also da jetzt hin. Komme ich überhaupt das obere Viertel rein? Ich würde mal sagen, nein, ne? Weil... Das ist aber hier nicht die Vorrichtung, die ich hätte benutzen sollen, oder?
Hans, warum sollte ich da sowas tun? Hallo? Ich bin nicht da. Kluge Entscheidung. Hallo? Ich sollte nicht so laut sein. Erledigt. Ich sollte Skinny den Ring bringen. Ich bin nicht gut genug. So, dann setzen wir mal hier Marker setzen, eine Truhe mit drüber, damit wir später dann auch wissen, wo die Truhen sind. Das Wasser nehmen wir noch mit. Wir haben den Schlüssel von Skinny gar nicht gebraucht. Seltsam. Was ist das? Kann ich nicht sehen. Gut. Oh, guck mal hier. Das war aber nicht zum Klauen. Gut. Das lief doch super. Ach, für ihn mussten wir auch noch was machen. Ah nee, das ist ja Fenris. Hey, Fenris. Wie mache ich mich? Strappy scheint große Stücke auf dich zu halten. Sehr gut. Thorhild scheint sehr zufrieden mit dir zu sein. Und ich weiß, dass sie sowas nicht leichtfertig sagt. Gut gemacht. Tilas weiß noch nicht so recht, was er von dir halten soll. Streng dich bei ihm ein bisschen mehr an. Okay, jetzt wo du einen Fürsprecher hast, fehlt dir noch meine Zustimmung. Reds Loyalitätstest sozusagen. Aber ich muss dich warnen. Der Test, den sich Red ausgedacht hat, würde zwar deine Loyalität zweifelsfrei beweisen, aber bis jetzt hat ihn noch niemand geschafft. Also mach dir nicht zu große Hoffnungen. Lass das mal meine Sorge sein. Deine Zuversicht in allen Ehren, aber hör dir erst mal an, was Red sich ausgedacht hat. Wie sieht dieser Test aus? Wie du weißt, ist das hier das ehemalige Lager der Outlaws. Und viele von ihnen haben sich uns angeschlossen. Aber nicht alle sind uns Berserkern wohlgesonnen. Dir ist vielleicht die Outlaw-Propaganda aufgefallen, die hier immer wieder auftaucht. Ja, ich habe mit Wolf darüber gesprochen. Ach, okay. Du warst also bereits bei Wolf. Gut, dann hat sich das erledigt. Kürzen wir das Ganze hier ab. Ich wollte dich sowieso zu ihm schicken. Hilf Wolf dabei, die Quelle dieser Propaganda ausfindig zu machen. Wenn du das getan hast, kann ich dich zu Red vorlassen. Okay, na dann sind wir ja mittendrin statt nur dabei. Ba 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 ba. Machen wir mal richtig den Speicherstand wieder hier. Da 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 da. Da 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 da
Geschenk, altes Haus. Wann kann ich wieder mit dir tauschen? Etwas Zeit werde ich schon brauchen. Aber wir laufen uns schon noch über den Weg. Jo. Ich wink dich dann einfach ran. Okay. Siehst du, da müssen wir ja auch noch hin, den Dings verkaufen, ne? Das Dingens da, was wir bekommen haben, den Goldbarren, diesen spezifischen. So, Scrappy, altes Haus. Scrappy Skinny. Der hat's verdient. Der hat's verdient. Ich hab den Ring für dich gestohlen. Den hast du nicht für mich besorgt. Dieser Ring ist deine Eintrittskarte in unsere Welt. Behalte ihn. Vorerst. Hast du den Geheimgang wieder geschlossen? Wäre schließlich dumm, wenn jemand merkt, dass du ihn benutzt hast. Hältst du mich für einen Amateur? Abkater! Das gefällt mir. Du wirst ein gutes Mitglied unserer kleinen Gemeinschaft abgeben. So, und jetzt komm mal mit. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Wo gehen wir hin? Keine Fragen. Folgt mir einfach. Och, immer dieses Folgen. Ich zeige dir nur den Eingang. Warte mal, ich brauch noch was. Durchgehen musst du alleine. Ja. Wir arbeiten autonom. Das heißt, niemand weiß, dass ich dich getestet habe. Mhm. Aber das letzte Wort hat sie. Wenn sie dich für vertrauenswürdig hält, gehörst du zu uns. Sie. Und wer ist sie? Hab ich nicht gesagt, keine Fragen? Du wirst sie gleich kennenlernen. Amkumuku. Wir sind fast da. Hey, Ivan. Da ist ein Ritualmesser. Mich sieht keiner. Du hattest ein Ritualmesser. So, Mir nach. Ja, doch. Ich befürchte, es ist die von der Kneipe. Hier ist euer Versteck? Natürlich nicht. Schau mal auf den Boden. Durch die Falltür musst du durch. Mhm. Warte kurz, ich entriegle sie für dich. Die sind aber so leichtgläubig, die Leute hier. Erledigt. Vergiss nicht, den Tunnel wieder zu schließen, wenn du gehst. Ja. Ich geh dann mal. Warte mal, kommst du nicht mit? Nein, da musst du jetzt alleine durch. Viel Glück. Muss ich jetzt da irgendwie... Ach, Luke Skywalker. Gut, muss ich da jetzt irgendwie... Wo sind wir denn? Im Maulwurfsbau? Ich muss nicht Dings hier besorgen, hier den Typen. So. Offen. Okay, offen. Klick. Ey, was ist denn hier los? Zum Beispiel wie ein Schweizer Käse ausgehöhlt hier. Ich denke, sie wird es sein. Was schleichst du hier herum? Ich gar nicht. Tjag, und wer bist du? Willkommen im Untergrund. Jasma. Regel deine Sachen mit Jasma. Solange sie dir nicht vertraut, vertraue ich dir auch nicht. Ja. Oh, da ist eine Truhe. Belohnungstruhe leer. Na, das ist nicht gut. Jasma-Truhe.
Es steht nicht dran, ist verboten, ne? Und dann tun wir das hier auch. Ich bin nicht gut genug. Skinnys Truhe, ach so. Und hier hinten ist dann Auftragstruhe. Jo, Jasma, Tag. Ich bin Jasma, aber bevor du irgendetwas sagst, muss ich dir etwas sagen. Ja. Ich will nicht wissen, wer du bist. Ich will nicht wissen, wie du heißt. Ich habe nicht mal Interesse daran, wo du herkommst. Wenn du dich daran hältst, kommen wir gut miteinander aus. Aber sind wir uns nicht schon mal begegnet? Keine Ahnung, und es ist mir auch egal. Die Krallen haben die Angewohnheit zu verschwinden und nie wiederzukommen. Sie schließen sich anderen Zellen an oder sterben im Einsatz. Ich habe einmal zu oft jemanden verloren, der mir wichtig war. Daher halte ich nicht viel davon, Bekannte oder Freunde in unserem Netzwerk zu haben. Du scheinst nicht überrascht zu sein, dass ich hier bin. Dein Erscheinen bedeutet, jemand aus unserem Netzwerk verbirgt sich für dich und hat dir unser Versteck gezeigt. Du bist nicht ohne Grund hier. Du hast dich bewiesen. Wie geht es jetzt weiter? Ich nehme an, man hat dir aufgetragen, einen Gegenstand zu stehlen. Gib ihn mir. Ich habe gespeichert, ne? Skinny hat gesagt, der Ring ist für mich. Nur so lange, bis ich danach verlange. Dieser Ring ist eine Versicherung für uns. Auf diesem Ring sind deine Fingerabdrücke. Wenn du uns auffliegen lässt, bist du mit dran. Übergib ihn mir. Schnell sauber machen. Tja. Ich behalte den Ring. Ja, wir haben ja die Rückversicherung, ne? Wir mussten das ja machen, um uns da undercover reinzuschmuggeln. Gut. Ich verwahre ihn für dich. Wir wollen ja nicht, dass ihn jemand findet und dich deswegen einsperrt. Kommen wir zum eigentlichen Grund deines Besuches. Warum bist du hier? Ich soll im Auftrag der Berserker aus dem Hinter der Propaganda stecken. Ja, Ich möchte mich euch anschließen. Das mag sein, ist aber nicht der wahre Grund. Sag mir die Wahrheit. Skinny hat mich überredet. Du wärst nicht hier, wärst du ihm nicht freiwillig gefolgt. Sag mir die Wahrheit. Warum bist du hier? Ich will mir etwas dazu verdienen. Ich glaube dir das. Es ist aber nicht der Grund, warum du hier bist. Ich will den wahren Grund hören. Ich bin enttäuscht. Ich weiß, dass du von Wolf geschickt wurdest, um unser Netzwerk zu zerschlagen. Ihr wusstet Bescheid? Von Anfang an. Wir sind die Krallen. Wir wissen alles, sehen alles und hören alles. Du solltest uns niemals unterschätzen. Wenn ihr alles wusstet, wieso habt ihr mich zu euch geführt? Ich habe das veranlasst und Skinny geschickt, um dich zu testen. Wir hoffen, dich für unsere Sache gewinnen zu können. Als Vertrauensbeweis werde ich dich wieder ziehen lassen. Lebendig. Erzähl mir mehr über euch. Alles zu seiner Zeit. Ich will, dass du das hier nimmst. Propagandazettel? Was soll ich damit? Sie sollen als Beweis dienen, dass du uns gefunden hast. Wir haben vor dem Fort eine alte Ruine so hergerichtet, dass sie den Eindruck erweckt, wir hätten uns dort aufgehalten. Bring Wolf diese Zettel und sag ihm, du hast unser Lager gefunden. Schicke ihn dann zu der von uns präparierten Ruine. Wenn du das tust, brauchen wir uns vorerst keine Sorgen mehr zu machen. Dann werde ich dir alle deine Fragen beantworten. Hm.
regel deine Sachen mit... Ja. Tja, ist eine gute Frage. Wie soll ich mich denn hier verhalten jetzt, ne? Und ich soll wieder die Tür zumachen, ne? Luke untersuchen? Geht nicht. Besser, ich mach das wieder zu. Ja, okay. Okay, Luke ist wieder zu. Ah. Wir brauchen aber Wulfs Fürsprecherschaft, ne? Können wir zweigleisig fahren? Sie scheint ja zumindest nett zu sein. So sieht's aus. Ja, so sieht's aus. Ich weiß zwar nicht warum, aber so sieht's aus. Hä? Ach so, hier. Ich bin mal gespannt, was wir damit dem machen. Ja, das ist ein guter, berechtigter Einwand. Zumal wir sie jetzt gerade versuchen, wieder von ihrem hohen Ross runterzubekommen, ne? Oh, Wulf, mein Freund. Ach, was juckt mich das? Warte mal, was wir lachen da? Bild. Sieht das jemand, wenn ich es stehle? Mit Dieben mache ich kurzen Prozess. Ja. Bist du sicher? Oder ist das heiße Luft? Ich habe das Versteck der Outlaws gefunden. Und du bist dir ganz sicher? Ja. Wo ist es? Ja, was mache ich jetzt? Spielen wir ein doppeltes Spiel oder sagen wir das echte Versteck? Wir können ja das echte Versteck verraten. Vielleicht überlässt uns das Spiel ja die Möglichkeit zu sagen, wir machen da noch weiter mit, ne? Um noch mehr Details rauszufinden. Ich probier's mal. Unter dem Vor. Es gibt eine geheime Falltür, die direkt in ihre Höhle führt. Oh. Hervorragende Arbeit. Ich werde gleich einige Männer dort runterschicken. Ich bin sehr beeindruckt. Auf dem Kopf dieser Bande war ein ziemliches Kopfgeld ausgesetzt. Das hast du dir redlich verdient. Ich werde Fenris mitteilen, was du getan hast. Das hier habe ich von ihnen bekommen. Sie haben versucht, mich auf ihre Seite zu ziehen. Sehr gut, dass du das zu mir gebracht hast. Ich werde dafür Sorge tragen, dass diese Zettel vernichtet werden. Wir sehen uns. Okay, warte mal. Warum? Das Schlimme ist, es ist nicht ersichtlich, welchen Einfluss das hat. Ja? Ich verstehe nicht, warum es nicht möglich ist, hier Entwicklung des Charakters zu zeigen, ob das jetzt früher hieß es ja bei Elex 1 war Kälte gestiegen, jetzt ist es Zerstörung. Wahrscheinlich aufgrund seines seiner Vergiftung, ne? Er ist ja mit dem dunklen Elex hier infiziert und wahrscheinlich ist eben halt diese Zerstörung ist
vielleicht muss man friedlich wehren, um gegen die Aggressoren dort vorzugehen. Keine Ahnung, aber es ist halt nicht ersichtlich in den Fragestellungen, welche Konsequenz das hat. Und das wäre doch, denke ich mir mal, weiß ich nicht, zwingend notwendig zu wissen, was das für eine Konsequenz hat. Vor dem Fort befindet sich eine alte Ruine. Sie scheint verlassen zu sein. Dieses Propagandamaterial habe ich dort gefunden. Mehr nicht? Haben die Outlaws noch irgendwelche anderen Spuren hinterlassen? Ich habe nichts gesehen. Verdammter Mist. Sind sie uns schon wieder durch die Finger geschlüpft? Ich glaube, ich weiß, von welcher Ruine du sprichst. Ich werde sie nochmal untersuchen lassen. Es sah so aus, als wären sie schon vor einiger Zeit überstürzt aufgebrochen. Dass diese Bande intelligent ist, haben wir ja bereits festgestellt. Sie werden mit Sicherheit bemerkt haben, dass wir ihnen auf den Fersen waren. Da ja seit einiger Zeit auch keine neue Propaganda mehr aufgetaucht ist, können wir wohl davon ausgehen, dass sie uns keinen Ärger mehr bereiten werden. Wir können das obere Viertel schließlich nicht für immer versperrt lassen. Ich werde Fenris vorschlagen, jeden, der früher Zugang hatte, wieder nach oben zu lassen. Aber was quatsch ich dich damit voll? Heute ist ein guter Tag. Endlich können wir diese Angelegenheit hinter uns lassen. Dass wir das zu einem großen Teil dir zu verdanken haben, werde ich Fenris gegenüber nicht verschweigen. Hier, ein Teil des ausgesetzten Kopfgeldes. Du hast es dir verdient. Warum nur einen Teil? Du hast ihr Versteck gefunden, aber nicht die Schuldigen. Wäre dir das gelungen, hättest du selbstverständlich das Ganze bekommen. Trotzdem haben wir einen Grund zum Feiern, meinst du nicht? Und genau das werde ich jetzt tun. Mach's gut. Also ist es wahrscheinlich Zerstörung in Gänze gesehen, wie viele vielleicht übrig bleiben, um gegen die Aggressoren, die Invasoren zu kämpfen, ne? Ich fühle mich damit wirklich schlecht. Genau, wahrscheinlich ist das genau der Punkt. Und ich glaube, die Intention wäre es halt auch wirklich darauf hinzuarbeiten, dass die Zerstörung sinkt. Das müsste ja theoretisch, oh Gott, wo ist denn das hier? Was ist das hier eigentlich? Mich interessiert das nicht. Friedlich leben, tot, ich verstehe nämlich auch das hier nicht. Angeblich sind sie noch immer in Goliath. Es gibt leider auch kein Glossar. Das wäre. Ich muss mal gucken, ob bei GOG eine Anleitung mit dabei ist. Ja, was du sagst, ich bin anderer Meinung. Naja, die Zerstörung ist gestiegen, als eine Ratte erschlagen wurde. Immer wenn ich aktiv an dem Tod eines unschuldigen Lebewesens mitgewirkt habe. Also so ist mein Eindruck. Das heißt, die Ratte habe ich angegriffen, die hat mich nicht angegriffen und ich habe mich verteidigt, sondern ich habe sie angegriffen und die Zerstörung ist nach oben gegangen. Wenn ich aber passiv bin, also sprich, ich werde angegriffen oder es ist halt ein angriffsfreundliches Wesen, ne? Also wie jetzt draußen im Outback, ne? Die ganzen Viecher, dann... Ja, das ist natürlich sehr, traue mich gar nicht darüber zu reden. Sehr, sehr, sehr wenig lastig hier. Das ist ein kleiner Pixelstreifen, wo wir nach links gewandert sind hier. Aber ich glaube, ich würde mich eher schon hier auf der Seite sehen. Ja, mal gucken. Ach, wir haben schon wieder Aktionspunkte. Ich fühle mich damit wirklich schlecht. Okay. Kostet auch schon 2. Wir brauchen unbedingt, müssen diese Dings lernen, wo wir schneller oder mehr Dingspunkte bekommen hier, LPs. Wenn man den Gerüchten glauben kann, sind sie weggezogen. Wie kann das sein? Das heißt, jetzt muss ich kurz gucken hier. Nee, überleben, war es das? Sechster Sinn. Feinde werden auf dem Radar angezeigt, okay. Guter Esser.
Nahrungsmittelverbesserung. Ausdauer ist okay. Einsamer Wolf ist ohne Begleiter. Handwerk war das nicht. Persönlichkeit. Attributspunkte. Wenn wir das lernen, das könnten wir jetzt sogar lernen. Dass wir dann automatisch Attributspunkte bekommen. Genauso auch hier. Also wir können einmal hochleveln und haben dann nochmal einen Attributspunkt für jede Stufe bekommen wir dann nochmal. Und die XP-Geschichten. Aber irgendwie sind wenig APs da. Ja, das Spiel wird sehr lang sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Was ist das hier? Ritzen. Zauberspruch. Was soll das sein? Deutlicher sage ich das nicht. Bist du sicher? Oder ist das heiße Luft? Was soll das sein? Du fügst dir selbst Schaden zu. Warum? Ich habe gehört, dass es in Abessa gar nicht gut aussieht. Mich gar nicht darüber zu reden. Jetzt beim Ernst, warum? Warum soll ich. Warum habe ich eine Fähigkeit, mir selbst Schaden zuzufügen? Egal, was du sagst, ich bin anderer Meinung. Okay, das ist klar. Blutwäsche entfernt alle Statuseffekte. Schmerz ignorieren. Ritus der Geschwindigkeit. Keine Ahnung. Kleriker scheint nicht zu viel zu kommen an Input. Ah, wir müssen unbedingt noch unseren Treibstoff hochpacken. Guck mal, wir haben 5 Treibstoff. Haben wir 5 Treibstoff gefunden? Ja, scheint so, ne? Da steht 5 von 1. Damit es noch länger dauert, bis wir runterfallen. Ja, Blutmagie, aber warum soll ich mich denn ritzen? Das verstehen wahrscheinlich nur die Morkons. ja. Pass auf. Ich lasse die Entscheidung so, wie sie ist. Wir haben nichts groß falsch gemacht. Hoffe ich mal. Es wird seine Konsequenzen haben. Das ist mir bewusst. Aber was soll man tun? So. Zur Bestien. Ich suche mich wieder dumm und dulzlich. Ah, nee. Auf der einen Seite ist es zweistöckig und hier ist es einstöckig. Deswegen. Deswegen habe ich mich letztens. Oh, das ist ein Pilz. Letztens so irritiert gezeigt, weil ich nicht verstanden habe, dass das Ding hier mehretagig ist. Da ist eine Truhe. Die ist leer. Ja, aber dann, wenn ich Blutmagie Zauber wirken soll, dann hätte ich ja sehr wohl auch die Zauber als Fertigkeit. Aber mal gucken. So. So, wir haben jetzt ein Fünftel der Kapazität von unserem Jetpack. Wir gucken mal, was der jetzt aushält. Wir haben jetzt 5 Stück noch reingepackt. Ja, okay. Okay, kann man mit leben. Die Frage ist, ob ich mich selber ritzen will und Magier werden will. Okay. Sieht ein bisschen seltsam aus, das Bein. Ja. Ja, ja, ja. Das sieht gut aus. Sobald wir uns bewegen, geht natürlich... Der Sprit runter, aber der Schwebemodus hält elendig lange. Das heißt, wir können dann auch aus der Luft heraus uns unsere Ausdauer wieder regenerieren und dann mit einer riesengroßen Attacke dann auf den Gegner springen. So, speichern wir mal. Das Schlimme ist, zurzeit ist die GUI von meinem OBS nicht so prickelnd. Merke ich gerade, also insofern, dass die Zeit nicht richtig stimmt. Der zählt einfach schlichtweg nicht. Der Stream geht seit 1 Stunde 43. Wenn ich aber dann auf Twitch gucke, sind wir schon bei 3 Stunden 16. Und die Aufnahme liegt bei 14 Minuten, was ich mir nicht vorstellen kann, dass er seit 14 Minuten läuft. Also immer für die einzelnen Parts hier.
Ich überlege gerade, was haben wir? 1,15? Jo, jo, jo. Ich denke mal. Oder? Ich weiß gar nicht, warum das so hängt, das Spiel. Also im OBS.